Pokémon bewegen. Wo ist Rangliste? Da. Er wird bestimmt auf jeden Fall springen können. Ist zwar nur das größte Pokémon, das es gibt, aber... Hey, was soll's? Die 14, irgendwas Meter. Fragen ist der Pokémon noch größer. Und in meiner Nase kribbelt's. Oh weh, Chick hat das Gefühl, niesen zu müssen. Ah! Gemein! Habt ihr auch manchmal das Gefühl, ihr müsst niesen, aber da kommt nichts! So geht es mir gerade. Es will einfach nicht kommen. So, 70 Zentimeter. Was sind so 70 Zentimeter groß? Und welche Pokémon, die ich hier habe? Kumio, kannst du dich nochmal zurückentwickeln? Oder Susuna? Erika ist doch bestimmt, oder? Lass mich mal nachgucken, du Flor. Ich muss dich ja dann auch noch trainieren. Oh, das wird Spaß. Erika. Größe 8 Meter. Perlo kann sicherlich nicht hüpfen. Tenebra, wie sieht's mit dir aus? Fünf Meter. 0,5 Meter. Ja, 5 Meter. Du hast 0,8. Okay. Tenebra. Du kennst mir nur die Spielregeln. Und du sagst mir, ey, du musst dein Dings anschließen. Okay, dann kein... Was soll ich dann machen? Ginnakleon! Das ist gerade gemein! Ich kann ja ein, zwei Kämpfe machen und Dings trainieren. Du bist 40. Okay, doch keine Minispiele, wenn die hier nicht wollen. Oh Gott. Man kann es auch niemandem recht machen. So, wen haben wir denn hier alles so für Trainer? Platscher Günther. Protonat 9. Ah, du warst der Typ am Strand, okay. Ich weiß ja nicht, wie stark seine Pokémon inzwischen geworden sind durch sein Training. Falls er eins hat, aber hey, komm. Irgendwas muss ich machen die restliche Zeit noch. Ich kann doch hier nicht einfach so jetzt rumstehen und nichts tun. So, Günther. Ich habe tierisch Hunger, aber ich habe genug Kraft für einen Kampf. Aber mit ihrem Magen lässt sie sich doch schlecht kämpfen. Gradax! 27. Okay, grillen wir ein bisschen. Reicht auch ein Donnerschock.
Bei dem Levelunterschied und bei Colts Spezialangriff? Okay. Vielleicht habe ich doch... Ich habe es ein bisschen überschätzt. Ich habe verloren und das nur, weil ich so hungrig bin. Ja, kann passieren. Wollt ihr noch hier irgendjemand kämpfen? Nein. Nein. Du? Nein. Du? Nein. Keiner will kämpfen. Warte, ich muss doch irgendwas machen. Chicken, chicken, chicken. Nee, nee, du hattest, glaube ich, einen Sengo. Da tue ich mir nicht an. Er hat 15. Das sage ich gerade nichts. Bob. Der Gitarrist Bob. Der weiß ich, wo der ist. Das Elektro-Pokémon, das passt ja super für Toaster. Yay! Hallo! Eine Melodie von meinem Pokémon und mir. Lass sie uns in deiner Seele schenken. Okay. Lass mal hören. Bob. Ist das eine 8 oder ein B auf deinem Arm? Oberarm. Fast Schulter. Irgendein Tattoo. Magnetilo. Ja. Die armen Pokémon. Die armen Pokémon. Erdbeben! Yay! Yay! Toaster! Flummi! Toaster ist wieder hoch in Hochform. In Klammern ist es mal wieder eingeschlafen. Ah, Toaster kämpft ja am Schlaf am besten. Dann tötet es jeden im Schlaf. Magnetilo, schon wieder! Erdbeben! Bye bye! La 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 la! Aber es hat nicht für ein Level abgereicht. Wieso gehe ich hier ein Dings rein? So, wen haben wir noch? Cornelia Psyche 123. Nee, nee. Gentleman. Isabelle, Pokémon-Fan. 110. Du warst da unten. Wenn ich vom Graffitbot ausfliege. Yay! Yay! Hey Chicken, wie sagst du so viel Yay? Ich weiß es nicht. Ich bin unkreativ. Kämpf gegen mich. Ich zeige dir meine elysischen Pokémon. So oft du willst. Dann zeige sie mal. So oft ich will. Isabel mit Plosel. Und ich habe einen Toaster. Erdbeben! Süßer Schaden. Das ist Schaden. Ja gut, ich bin auf jetzt ein Level höher. 333 Erfahrungspunkte!
Wenn Minu jetzt auch so viel gibt, dann ist das ein teuflischer Trainer hier, Isabel. Ein Volltreffer. Das hat Blusel aber nicht gemacht. Yep, teuflischer Trainer. Und dieser teuflische Trainer hat Toaster gerade ein Level Up verschafft. Und Erika auch. Yay, Erika! Oh, Schönheit reicht nicht aus. Nein. Einfach ins Falsche reingehen. Oh, lololol. Gehört passieren, ne? Angler. Triathlet. 1710. Ach, die mit dem Magnet-Hilo. Dann wollen wir den auch nochmal auf die Schnauze hauen. Nein, gibt es nicht. Du? Nein. Aber du? Auch nicht. Ja, ich besitze dort in der Arena. Ja, Radl, Radl, Radl. Hör auf zu spammen! Sonst blockiere ich dich. Und wie musst du das in Caps Lock schreiben? Hier, erstmal Timeout. Bist du nicht ein wenig zu schnell? Brems ab und lass uns kämpfen. Ja, es tut mir leid. Ich fühle mich in allen Belangen schuldig. Oder auch nicht. Düt, düt. Erdbeben. Tschüss. Ich war ganz ruhig und habe dennoch verloren. Kann passieren. So, noch einer, der gegen mich kämpfen will. Hier, wenn ich schon mal hier bin. Nein. Dann du bestimmt. Ja, gibt es etwas Eleganteres als ein Kampf, während man Fahrrad fährt? Midori war elegant. Sie war. Magnetilo. Düt, düt. Erdbeben. Ach, je. Oh, wie kann man nur so stark sein? Toaster, ne? So, Schoki. Bring mich zurück nach Cineroville. Cineroville. Du. Los, Schwester Joy, heile meine Pokémon in Cineroville. Ja. Da muss ich auch zwangsläufig ein Pokémon im Team haben, das Surfer kann. Ach du Scheiße. Weil sonst komme ich nicht zur Arena. Oh, egal, das braucht euch vorerst noch nicht zu interessieren. Wenn die Arena kommt. Wieso steht ihr eigentlich hier alle noch so rum? Was, wie? Ja. Okay, die warten darauf. Ey, Chicke, mach endlich immer Arena. Also hier ein bisschen zack, zack. Wenn du verstehst, was ich meine. Naja, aber dann gibt es die Arena erst beim nächsten Mal nach einer kleinen Hust-Hust kleinen Trainingseinheit. Wahrscheinlich wird es wieder so 8 Stunden dauern.
Aber egal, bis dahin, ciao.